Ein Tabard Puccini Doppelaxa 2021er, aber er wird komplett umgerüstet. Wir sind in Idar-Oberstein, ja, bauen das Fahrzeug jetzt um und sind bei AMC Schmidt. Hier ist Uwe Schmidt, grüß dich Uwe. Hallo Sven, schönen guten Morgen, herzlich willkommen bei der Firma Schmidt. Ja, ich habe einiges gemacht. Ich habe dich dann gefragt, warum bekommt der unten zum Beispiel weiße Leisten jetzt, ja, weil es der Kunde so will? Weil der Kunde es einfach so haben will. Wir sind Designer, wir bauen um, wir verändern nach Kundenwunsch. Alles, was ihm beliebt, wird eingebaut. So, wenn ihr die Leisten jetzt nehmt, die gibt es auch in weiß oder werden die umlackiert bei euch? Die bauen wir um. Die lackieren wir um, die bauen wir ab, die lackieren wir um und montieren sie dann anschließend wieder. Ja, die Leisten außen, die werden auch getauscht. Das heißt, da kommen jetzt Vorzeltleisten rein. Wir haben auf der Rückseite haben wir eine Köderschiene, die keine Einnahme von einer Vorzeltleiste hat. Diese Leiste wird komplett entwendet, wird raus abgebaut komplett und wird eine Vorzeltleiste angebaut, damit der Kunde auf dieser Seite ein Zelt nehmen kann und auf dieser Seite. Perspektive, Fahrräder, Motorräder, alles, was er unterstellen möchte. Okay, das heißt, die Kunden bei euch, die stehen ja auch schon mal länger. Die Wagen kommen nach Produktion stellenweise 4-6 Wochen kommen die rein, wo wir 8 Tage, 10 Tage Arbeitszeit dran haben, für die Fahrzeuge wieder Vordermann zu bringen. Aber da lade ich recht herzlich ein, komm, gehen wir mal in den Wagen rein, da wird es noch interessanter. Warte, ich zeig's mal ganz kurz, wenn du mir mal verrätst, was das für ein Modell ist, bitte, Uwe. Das ist ein 2001er französische Ausführung, Puccini 635. 635 französische Ausführung, werden wir gleich mal sehen. Das Bett ist anders. Das ist eine Komplettgestaltung, die wir im deutschen Markt nicht kennen. Lass es durch Bilder überzeugen. Das Sprache wirst du bestimmt nicht in dem Moment das so vernehmen können. So, warte mal ganz kurz. Ich zeige ihn mal gerade von der Seite komplett, dass wir es mal sehen. Der hat die neuen Felgen drauf. Der hat die neuen 17 Zoll Felgen drauf. Hier kommen sie sehr gut zum Tragen. Wie schöne breite Reifen wir haben. Das gibt Statement, das gibt richtig Kraft auf die Achse. Und auch in einem Fahrwerk stellt er was dar. Er hält besser die gerade Auslauf. Er stellt sich in allen Bereichen besser auf. So, jetzt ist hier unten, fehlt ja auch außen der Spoiler oder ich sag mal der Schutz für die Räder, der ist nicht drauf. Die Radverbreiterung ist hier weggenommen worden, wird ebenfalls von uns umgedesignt auf weiß, ja genau. Auf weiß, so. Gehen wir mal kurz hier vorne hin. Da gehen wir gleich mal rein. Ich gucke das Fahrzeug mal gerade von hinten an. Der 2021er hat jetzt ein automotives Design hinten, also das richtig schön kantiger. Genau, daran sieht ihr auch, dass es ein 2021er ist. Es sind neue Leuchten eingesetzt, die sind auf LED-Basis eingerichtet worden. Zusätzlich ist das Design insgesamt etwas harmonischer, schleifender geworden, also größer in der Masse hinaus. Ja? Sehr schön. So, dann, was mir direkt auffällt, ist die Fenster, die bauen nicht mehr so stark auf. Die sind fast rahmenbündig. Wir haben hier Rahmenfenster, wie ihr seht hier, ein zusätzliches Rahmenfenster. Das Fenster liegt nicht auf der Karosserie auf. Deswegen sind das spezielle Seitzrahmenfenster. Da ist der Rahmen separat eingebaut und im Rahmen sitzt das Fenster drin. In der normalen Bauweise haben wir im oberen Bereich eine Leiste und dort werden die Fenster eingeschoben und werden gegen die Karosserie arretiert. Hier ist anders, also Seitzfenster drin. Seitzfenster, hochwertige Materialien, ja. Kenne ich ja, das heißt erstmal reindrücken, bitte nicht bewegen ohne reindrücken. Das ist bei Seitz so. So, ich zeige mal gerade hier vorne, der Boden, wenn wir gleich in die französischen Ausführungen gehen, die haben immer viel mehr Platz wie die deutschen. Das heißt also, was direkt auffällt ist, das Raumgefühl in dem Fahrzeug ist unglaublich. Ja, wir haben hier generell eine Änderung für mehr Bewegungsfreiraum. Wenn wir auf der linken Seite sehen, finden wir gar keine richtige Rundsitzgruppe mehr, sondern wir haben Freiraum durch ein großes Panoramafenster, das den Nebensinn im Blick von der Sitzgruppe in den Außenbereich, also ins Vorzelt, in die Campingplatzgröße hinaus darstellt. Ja? Hier vorne habe ich jetzt ein Bussystem mit drin, das heißt, die Lichtsteuerung ist auch ganz modern. Kann ich von mehreren Stellen machen? Die Lichtsteuerung lässt sich von mehreren Stellen degradieren. Klar, vom Schlafzimmer. Sven, das kenne ich von Tabard nicht anders. Entschuldigung, das ist halt eben für uns im gewissen Standardmodus drin, ja, dass wir generell sowas am Fahrzeug erwarten. Ja? Ich zeige mal gerade hier vorne, ist ein Radio mit drin, ganz praktisch. Hier sind wir in Umbauweise von der Firma Schmidt. Das Radio gibt es werkseitig nicht. Das haben wir eingebaut. Das ist von uns mit dem Stromkreis verbunden raus zu uns. Zusätzlich hat der Wagen noch ein 12-Volt-Paket bekommen, das es auch nicht werkseitig gibt. Und er kriegt hier noch, lass schauen, Veränderung, großer Tank reingebaut worden. Mhm. Ja. Und ich nehme an, der Boiler wird ebenfalls von Strom auf Gas noch umgebaut. Von Strom auf Gas? Ja, das heißt also, die Leute können autark mit ihrem 12-Volt-Paket über 12-Volt-Drehstrom als solches die Wasserpumpe bedienen. Das heiße Wasser machen wir mit Gas. Somit hast du in der Dusche immer Minimum 50 Grad im Dauerbetrieb. Auf Gleichstrom alles? Auf Gleichstrom, der Gleichstrom nur für die Pumpbetätigung. Okay. Wir müssen den Wasserzyklus ja irgendwo ins Laufen kriegen. Okay, das heißt, die 12 Volt ist nur dafür, dass... Ich habe verstanden. Ja. So, warte mal kurz, ich setze mich ergänzt, mal... Ja. Genau, parallel ergänzt natürlich das 12 Volt auch das gesamte Paket des Wohnwagens. Mhm. Lichtsteuerung funktioniert darüber, der Fernseher funktioniert darüber, Antennensteuerung, alles rundum geht über 12 Volt.
solange die Batteriekapazität vorhanden ist. Müssen wir auch betrachten. Gell? Da sieht man auch schön ein kleines Detail. Auch die Bedienungsanleitung aller Französisch. Ja, genau. Im Anbereich dessen, wie halt eben die Heizung benutzt werden muss, wie die Ventilatoren gesteuert werden muss und wo das entsprechende Temperaturfeld nicht belagert werden kann durch Kleidung oder sonstige Sachen. Auf Französisch. Ja, hier vorne, so sieht ein Wirtkoffer, nee, Forch ist es in dem Fall, aus. Ganz viele Dinge. Die Leute, die bei euch arbeiten, die machen das schon sehr lange. Ja, insgesamt in dem Ausbauweise sind wir schon früher in den Baronessen, Royals, in allen Bereichen, Schaustellerbereichen mit großem Möbelanbau tätig gewesen. Wir machen das international und viele suchen uns auch dabei. Mhm. Dieser Wagen hat hier den Faktor, wenn es hier die Elektronik mal betrachtest, dass wir den ergänzen mit einem Hochleistungstransformator, weil der Wagen ist generell nicht mit 12 Volt ab Werk zu bekommen. Mhm. Somit hat der Kunde den Wunsch des 12 Volt Autarklebens und deswegen braucht er den schautgroßen Transformator. Ah, den habe ich bei mir auch drin in dem alten Tabat. Da war auch ein Transformator drin, dass er intern auf 12 Volt ist. Genau, komplett. Damit die Batteriespannung in dem Sinn vom Fahrzeug gelöst werden kann, über 220 Volt eingespeist werden kann. Und er hat nur zusätzliche Merkmale, dass wir Solar auflegen können. Die Solar ist eine Besonderheit auch von uns. Wir haben Solarpaneelen, die werden vakuumiert. Das heißt, in dem Sinn, wir kleben die per Vakuum auf die Außenfläche auf, aus das GFK-Dach, sodass wir keinen Luftspalt mehr haben. Denken Sie zum Beispiel, wenn Sie unter Bäumen durchfahren oder Gebüsche oder sowas erreichen, sie bleiben nicht mehr hängen. Es schleift komplett über den ganzen Wagen weg, ohne dass ein Abriss vorstatten kommt. So, die Antennenanlage, das geht ganz oft über DVB-T, muss man sagen. Das heißt also, in Frankreich wird ganz oft auch, ich sag mal, per ganz normaler Antenne empfangen, digital. Ja, genau. Das ist eine französische Ausführung. Die Jungs haben das in Frankreich drüben drauf. Die wünschen hier keine Automatikantennen mehr. Die nehmen sich einfach ihren Stab und setzen die DVB-Antennen drauf. Ja. So, da oben sieht man es. Die ist auch auf Gas, die Heizung? Die Gas ist eine 5000er Druma-Heizung und die hat noch Kaminfeuer drin. Die steckte Charakteristik bringt dir in dem Sinn ein Klimmen eines Holz in der Fernsehgestaltung da, bloß Geräusche. Das modelliert dir in dem Sinn ein Lagerfeuer. Schön. So, ich setze mich mal ganz in die Ecke rein, Uwe. Wenn du mal kurz da bleibst, dass man das sieht, wie viel Raum man hier hat. Ah, jetzt bin ich ganz in der Ecke drin. Ich schwenke mal gerade zum Uwe. Der ist ganz da hinten. Also Sven, es geht noch ein Stückchen weiter. Es geht noch ein Stückchen weiter. Was hat der für eine Länge hinten? Der ist insgesamt auf dem Aufbauweise auf 6,20 Meter getrimmt. 6,20 Meter nur. Ja. Er wirkt aber viel größer. Ja. Gut, es kommt daher, ich komme ja aus dem Wohnmobilbereich und da ist alles viel kleiner, also Wohnwagen. Jetzt fang mit mir ja nicht an, über Reisemobile zu diskutieren. Sven, das hatten wir beim letzten Dialog schon. Ja, Wohnwagen ist Wohnwagen, das ist unser Campingbereich und Reisemobile ist eine Welt für sich. Bitte nicht miteinander vermischen. Ja, ist ja gut. Ich mach's nicht mehr. So, ich zeig mal da oben, Lichtspiel habt ihr mit drin? Lichtspiel haben wir mit drin und ich entkleide es euch auch mal, damit ihr seht, dass die Schutzruhe hier noch braucht. So, wie das insgesamt angenehm hier in den Innenraum das zarte, warme Licht reinbringt, wo man halt eben dann doch mehr Effekte erreichen kann, als wenn das ein Strahler wäre. Ja, auch hier vorne, wenn du mal so lieb bist, eine Stauklappe mal öffnest hier, dass wir mal reingucken können. Das Ganze ist indirekt beleuchtet. Ja, klar. Siehst du sofort, springt sofort über. So, auch hier habe ich dann viel Platz. Ja, und das ist auch doppelt mit drei Scharnieren oben extra versehen, weil die Klappe echt Wertigkeit hat. Ja, da hast du die Kamera und dann kannst du es nicht richtig reden, aber ich kann jetzt mal hier symbolisch zeigen, hier ist wirklich was zum Packen. Spannung. Und auch ein guter, ausgewachsene Persönlichkeit mal zupacken kann. Wie du. Danke. Sehr schön, das hast du ja jetzt gesagt. So, ja, ich zeig mal gerade. Ja. So, die Seitsfenster hier vorne sieht man es, das sind diese kleinen Dinger zum Reindrücken. Jawohl. Die man du ziehst einmal von unten nach oben. Ziehst im Prinzip den Verdunklung und von oben nimmst du den Klingenschutz. Und dann lässt du jeweils über die Mittelposition lässt du den rasten. So. Jetzt kannst du das Ganze hier rüber steuern und rauf und runter. Okay, also ein bisschen anders wie sonst bei Tabat. Ja, in der Klasse, also beim Vivaldi aufwärts sind wir schon in der Richtung unterwegs, ja. Ja, sieht man auch die Lichtsteuerung, die ist an mehreren Orten. Ja. Ihr habt jetzt hier französischen Stecker mit drin, allerdings, die passen auch auf die deutschen, wenn man genau hinguckt. Das weißt du ja, der Schuko-Stecker passt da genauso in deutsche Version rein wie die französischen. Probleme gibt es nur beim Englischen, da klappt es nicht. Genau, es ist so, wenn also man diesen kleinen weißen Punkt hier übrigens sieht, der passt in unsere Steckdosen mal rein. Am besten holt ihr euch mal einen Schuko-Stecker, guckt mal drauf. Da ist tatsächlich so eine kleine Führung drin, passt. Ist doch nicht mal so schlecht, gell? Weil da der Pol ja viel deutend größer ist und die Masseführung bei eventuellem Kurzschluss eine bessere Verbindung darstellt. So, ich zeig mal gerade hier oben, ja, Thema Küche, die ist jetzt dominierend. Wird bei euch, bei euren Kunden in dem Wohnwagen oft auch gekocht oder haben die eigene Kochwohnwagen? Tja, da hast du recht. Unsere Kundschaft haben speziell entweder im Sommer hindurch das Vorzelt zum Kochen
Oder in den Wintermonaten rauszus haben sie einen Begleitwohnwagen, der auch parallel für die Kinder zum Schlafen genutzt wird. Und dem wird in dem Sinn gekocht. Das ist ein Repräsentationswagen. Das ist auch von einem Investitionsbereich her so zu sehen. Weil wir bewegen uns bei dem Wohnwagen ja auch rund bei 45.000, 46.000 Euro. Ja, vorne sieht man sehr schön, hier kommt der Fernseher hin an der richtigen Stelle. Ja, das ist, wird aufgebaut. Wie wir schon gesagt haben, man hat jetzt 12 Volt. Da ist die Steckdose gerade von uns nachgerüstet worden. Ist eine Fräsung vorgenommen worden, haben wir Steckdose draufgesetzt, jetzt wird das Kabel noch von der Batterie direkt hier auf den Fernsehanschluss gebracht. Ja, das heißt, ihr habt die Kunden, die wissen schon genau, was sie wollen, oder? Meistens. Ja, die haben viel durch uns gelernt und wissen genau, was sie haben wollen. So, das heißt, ihr zerlegt den Wohnwagen. Dauer hier bei dem Wohnwagen ungefähr eine Woche, seid ihr dran? Der hat 5 volle Arbeitstage dran, ja. So, wenn du mal so lieb bist, die Schranktür mal wegnimmst, dass wir mal kurz drauf gucken können auf die Auszüge, denn das Besondere hier bei denen ist erstmal das Holz mit dem Weiß. Das sieht unglaublich schick aus. Du hast unglaublich viel Platz. Also ich kenne ja die meisten nur, wo du wirklich wenig Platz hast. Und hier hast du dann Auszüge wie zu Hause. Ja, das entspricht voll und ganz. Wir haben hier eine Auslastung 25 Kilo pro Schublade. Das ist also schon Gewicht. Das sitzt ja vor allen Dingen auf der Achse. Von daher ist es hier genau dort gut untergebracht. Und drunter einmal öffnen? Ja. Doppelt verriegelt? Ja. Bei der Masse bei 25 Kilo hält ein Verschluss das nicht. Es muss ja bei der Erschütterung beim Fahrt arretiert sein. So, und da oben habe ich viel Platz. Da habe ich auch indirektes Licht. Ja. Ist hier Licht drauf, wenn du es mal anmachst? Sei mal so lieb. Weißt du, wie die Jungs das jetzt abgeklemmt haben? Das werden wir jetzt anfangen und stecken was ein. Und anschließend habe ich ein Problem. Das hey, lassen wir lass lieber sein. Genau, ja. Dann machen wir ja, oben auf. Bitte. Den Zustand, wie weit sie jetzt fortgeschritten sind und was sie abgeklemmt haben, was sie dran haben, ist da. Boah, 5 Scharniere. Ja. 5 Scharniere passt das Ganze. Wir haben ja natürlich hier auch richtig Material. Gell? Lass mal klopfen, vielleicht hörst du es. Und du kannst klopfen hier, gell? Hier, Jungs. Okay, also nix Pappe. Nix Pappe, kein Styropor, also nix irgendetwas, was nur zusammengeklebt ist. Hier ist Material drin und richtig griffiges Handmaterial. Schau dich mal das Profil an den Seiten an, wie die Seitenprofile hier ausgearbeitet sind, welche Versteifung da vorhanden ist, gell? Mhm. Das ist halt eben schon eine Qualität, die dran hängt. Das ist auch ein Qualitätspreis, gell? Ja, und ihr habt eine Truma Venta drin. Das ist eine der leisesten Klimaanlagen auf dem Markt im Moment. Also die viel, viel leiser ist. Also ich habe einmal die Truma gehört. Sie ist sehr leise. Klima ist wichtig, oder? In dem Segment. Klima gibt es generell im Wagen Serie. Okay, Standard. Standard. Alles, was Tandemachse ist und geht in den französischen Raum, ist Klima Serie. So, dann machen wir hier Kühlschrank beidseitig offenbar. Ja, dann machen wir den Service der Dame. Für den Tagbetrieb. Und wenn der Herr gefragt ist und will das entsprechend Engagement bringen, kann er natürlich auch die andere Seite benutzen, ja? Meine Herren, ideal. Und die Frauen bedienen, meinst du? Ja, wir wollen das ja jetzt so direkt ausdrücken, was man da alles betreiben kann, ja? So, hier oben drauf haben wir noch Platz. Okay. Tiefes Fach für große Kochtöpfe. Sehr cool, die französische Ausführung. Oder eine Mikrowelle oder ein Backofen oder was gewünscht wird in dem Moment. Ja, großer Kleiderschrank, jetzt kommt's. Wir haben ein Bad. Dusche? Ja, auch wieder das Licht ist nicht an Bord. Weißt du, was Licht Jungs dabei? Ja, das so schau das mal an. Ein riesengroßer Kleiderschrank ist ja mit drin. Und wenn es dann hier dringend hart auf hart geht, wird hier auch noch eine Toilette eingebaut. Also falls ein deutscher Kunde zu uns kommt und der einen Grundriss besonders gut gefällt, kann er in diesem linken Bereich ebenfalls eine Toilette eingebaut bekommen. Das geht, kannst du nachrüsten. Ja, machen wir. Okay, das heißt, das wäre kein Problem. Also hier links ginge dann auch eine Toilette. Grundriss bedeutet, ich habe unglaublich viel Platz in dem Wagen. Das heißt, ich habe eine richtige Dusche. Die ist auch für ganz große Leute. Wenn du mal kurz reingehst, bitte. Du hast da richtig ausgedrückt, für große Leute. Wir haben hier eine spezielle französische Dusche, die wird dann nur bei den Franzosentypen eingebaut. Der hat einen hohen Einstieg. Damit haben wir das Spritzwasser, das unten von aufkommen, tritt nicht da außen vor. Zusätzlich haben wir den ganzen Raum in Kunststoff verkleidet und haben eine Dachlupe oben drüber. Das ist also, die Dusche lässt keine Kritiken kommen. Also die französischen Kunden duschen auch täglich, das muss man sagen. Permanent. Deswegen das auch Tagessystem, das ich vorhin erläutert habe. Hier ist immer Betrieb im Duschraum. Mhm. Hier vorne siehst du auch, hier ist das Waschbecken mit drin. Das heißt, also die legen schon Wert drauf, dass es nicht nur für mal eben mal das zu benutzen. Diese Fahrzeuge werden das ganze Jahr über benutzt. Das ist ein Wohnraum, richtiger Wohnraum, wo ich mich wasche, dusche, tun und so weiter. Korrekt. Super. Ja. So, indirekte Beleuchtung mit drin. Ja, wir gehen mal kurz durch, dann zeige ich mal gerade das Bett. Schulter die Tür nochmal wechseln. Ein Querbett. Ich habe also nur ein Längsbett bisher gesehen als französisches Bett, aber in Quer habe ich es noch nie gesehen. Das heißt, das ist natürlich die Fahrzeugbreite. Wir haben hier 2,50 bei dem? Ja, alles. Tandemaxer immer 2,50. 2,50.
So, das ist heißt komplette Breite. Lässt sich übrigens einfacher fahren, als man denkt. Hier drunter sieht man schön den Boiler und der wird jetzt umgerüstet auf Gas. Ja, der kommt raus, der wird komplett ausgebaut. Seht ihr, die Kabel sind schon gelöst. Und dann kommt ein Gasanschluss mit rein und wird die 220 Volt Anlage wird auch entsprechend umgestellt, damit wir da regelrecht einen 10 Liter Boiler mit Durchlauferhitzung haben, mit richtig Power. Jetzt mal eine Frage, was so in Deutschland eingebaut wird, Truma 6 oder so, ist keine Option für Franzosen. Der Kompaktheizung für die Franzosen ist nicht ausreichend. Da kriegen wir keine klare Definition hin. Vor allen Dingen, ja, ein Problem, die Bedienung der Kombi 6 Heizung ist nicht einfach. Sie muss in dem Sinn von den sehr gut studiert werden, was der Stelle weiß, bei den Franzosen nicht das Wollen haben, weil die einfach reingehen wollen, wie sie es früher gewöhnt sind. Zünder an, rumdrehen, Gasheizung muss brennen. Und dann interessieren die sich nicht mehr, ob da hinten Wasser noch gesteuert wird oder das gemacht oder jenes wird. Und Elektronik. Die wollen ihre Heizung auch wie ihren Platz haben. Die lassen sich nicht darauf ein, eine Heizung im Sitzkasten zu verstecken und die Außenanschlüsse nach außen in der Außenwand gesetzt zu werden. So, ich bin ganz beeindruckt von dem Platzangebot. Wenn du mal zumachst, bitte, sag mal so nett, wenn es geht. Vorsicht, ja. Irgendwo haben sie einen Klemmer dran. Ah, es geht. Ja. Immer. So, das ist das französische Bett. Da schlafen im Regelfall zwei Personen? Zwei Personen, klar. Sie können von der Seite aus einsteigen, kannst von Fußraum einsteigen, kannst von der Seite einsteigen, sodass wie ein Queensbett, das normalerweise mittig steht, rund ums Bett her bedient werden oder beziehungsweise genutzt werden kann. Ja. Prima. So, die haben es ja lieb, die Franzosen. Ja, die lieben die Breite, ja. Habe ich an den Augen schon gesehen. So, Schränke überall habe ich drin. Große Kleiderschränke, mach mal auf bitte. Hier habe ich einen großen Kleiderschrank. Und natürlich die Lichtsteuerung wieder zentral. Die ist hier vorne was rein, gell? Da passt richtig was rein, Leute. Hier geht richtig viel, viel rein. Das bauen wir euch auch um auf Kleiderschrank oder Wäschefach oder wie es beliebt. Das ist bei uns stellt der Kundenwunsch in erster Linie dar. Gell? Und alles, was das Werk nicht liefern kann, versuchen wir für unsere Seite oder im Rahmen der Produktion noch so zu steuern, dass es für den Kunden passend ist. Also zwei Kleiderschränke nebeneinander. Das Holzdesign ist sehr, sehr schick. Das Coole ist, ich kann den ganzen Schlafbereich komplett abtrennen durch eine feste Tür. Jo, die hast du hier an der Seite. So, da komme ich mit dem Kabel nicht weiter durch, aber du kannst den komplett trennen, den Schlafraum komplett trennen. Okay. Du bist also beim Anziehen komplett im eigenen Raum. So, hier vorne ist dann direkt der Anschluss für den Fernseher, den habt ihr nachgerüstet. Das heißt, wenn ich mich jetzt aufs Bett setze, das mache ich mal ganz vorsichtig, dann... Ja, da gibt es ja die Wünsche des Doppel-LMBs, einmal Rudi Carrell, einmal Sportschau. Je nachdem kriegt der Kunde das von uns auch gesteuert. Das Doppel-LMB-Anlage oder was das auch. Fenster wirkt unglaublich groß. Dadurch, dass es, ich sag mal, die Verlängerung oben hat mit den Gardinen und den Vorhängen, dadurch wirkt es ganz anders. Ja, das ist natürlich eine gewisse optische Täuschung, das muss natürlich auch so sagen, gell? Das endet ja hier. Ja, ja, sehe ich. Im ersten Moment siehst du hier oben raus, du meinst, das Fenster würde fortlaufen. Nee. Es wirkt aber anders. Es wirkt anders. Es ist ganz was anderes, ja. Wer es nicht gewöhnt ist, der hat in dem Moment hier einen komplett neuen Einblick. So, ein großer Spiegel, der erweitert den Raum nochmal massiv. Dann ultratiefe Schränke hier. Mach mal bitte einen auf. Ja, hier ist für mich noch zum Beispiel eine interessante Angelegenheit. Sag mal. Hier fehlt der Schranktür, die ich gerade weggetragen habe. Hier haben wir in dem Sinn eine Einrichtung, wo die vorgezogen werden kann. Hier kannst du Röcke einlegen, Jacketts einlegen, alle, was dir beliebt. Oder halt eben auch hängend, quasi. Hängend rein oder halt eben auch die Vorlage des Wäschefachs oder der individuellen kleinen Steuerung. So, das Ganze ist natürlich auch belüftet, wie man sieht an der Seite. Muss. Also die Ecken und Kanten heutzutage sind in den Wohnwagen drin, wo eigentlich die Zirkulation zurückgestellt worden ist gegenüber früher. Früher haben wir die Komplettzirkulation gehabt. Heute wird alles bis ins Detail ausgebaut, sodass wir alle Ecken auch bedienen mit Lüftungsschläuche. Ob das jetzt hier das dicke Lüftungsschlauch ist oder das abzweigt mit dünnen Schlauch oder mit der Rasterung, sodass wir die Bestrahlung der Seitenwand wegen Kondenswasser komplett im Wohnwagen gesichert haben. Ist das zusätzlich von euch noch? Nein, das ist alles Serie. Das ist covered. Okay. Mach mal kurz oben auf, bitte, Uwe. Ja. So, und das heißt, die Tiefe ist satt. Das heißt, ich kriege hier viel rein. Ich habe einen Rausfallschutz mit drin. Ich habe zwei Ebenen. Das ist auch praktisch. Und zu meiner Untermalung nochmal, siehst du hier, das geht auch ganz komplett auf die Außenwand, wenn du hier hinten siehst. Ja. Sondern hier hinten dran ist noch ein Hohlraum, damit insgesamt die Luft auch in dem Bereich komplett durchzirkulieren kann. Okay, also verstanden. Der Raum hier im Innenraum ist nochmal getrennt zu dem Außenraum. Und das siehst du auch hier dran. Schau mal, meine Finger. Ja. Da, siehst du das? Ich kann die Finger noch hinter die Leisten, hinter das Material. Hinterbelüftet. Hinterlüftet, genau. Mhm. Das ist komplett hinterlüftet und abgekapselt. Vorne sieht man auch mal so ein Profil mal als Beispiel. Da hinten habe ich noch Staufächer. Ja, das sind noch so kleine Accessoires, die für den Abend dienen. Oder Geheimfächer, wo man was verstecken kann. Handy, was weiß ich. Lesebücher,
Spiele. Und dann überall die Seitsfenster mit Leselampen. So, und das ist der Blick quasi vom Bett aus hier in den Raum rein. Das Raumgefühl ist krass. Also das heißt, du brauchst nicht zwingend einen Slide-Out. Nein, es ist ein Zwei-Personen-Wagen. Das ist ein Herrschaftswagen, der sehr gern von etwas Herrschaften in meinem Alter geliebt werden. Wie alt sind wir denn heute? Ja, bitte? Wie alt sind wir denn heute? Hey Sven, das ist doch nicht hier ein Thema, oder? Du bist über 50. Ja, schau dir denn mal zu. Männer sind das, gell, oder? Männer, ja. Ja, passt. Ja. So, das ist der Rundgang. Das Modell heißt nochmal wie? Puccini 620 SDR französisch. Modell 2021. Puccini 620 SDF französisch. Ja. SDFF. Ja, genau. Okay. SDF-F. 2021 Modell. Sehr schön. Gut, großer Spiegel noch. Wenn ich ihn noch nicht gezeigt habe, da ist er. Der Uwe gleich mal doppelt. Hallo Uwe. Hi Sven. Hi. Komm, wir gehen mal kurz raus. Also, ich fasse mal zusammen. Wir sind in Ida Oberstein bei AMC Schmidt. Ihr seid Europas größter Tabakhändler. Es gibt also keinen Tag, wenn die liefern können. Das ist so. Das ist ja im Moment. Ihr habt die 221er ja schon fast ausverkauft. Ja? 221er Produktion ist so gut wie ausverkauft. Ja. Ich versuche immer wieder noch Fahrzeuge zu bekommen, aber der Gros der Fahrzeuge ist für 2021 ausverkauft und wir verkaufen schon 22er. Und 22. Das heißt, der Kunde kriegt die dann im Januar 22 oder kommen die ein bisschen früher? Wir haben Wechsel im Januar, im August zum Düsseldorfer Caravan Salon, Saisonwechsel. Da kommen die 22er. Da kommen die 22. Nach August kommen die 22. Das heißt, die nächsten 8 Monate, das ist so. Kunden kommen aus ganz Europa, viele aus Frankreich? Wir haben Franzosen, Italiener, Tschechen, Bulgaren, Däne, Irland, also ganz Europa. Komplett Europa ist erschlossen. Und wir sind ausgerüstet für die Sachen. Wir haben Dolmetscher im Haus, die sich mit den Sachen beschäftigen und haben sehr zufriedene Kunden. Sag mal, wenn ein Kunde so ein Fahrzeug bei euch kauft und der hat ja oft noch ein Altfahrzeug, was geschieht mit den Altfahrzeugen? Wenn die irgendwie vererbt, nehmt ihr die in Zahlung oft? Die Fahrzeuge werden in der Retour reingenommen, selbstverständlich. Man muss sich mit dem Preis angleichen. In Ferndiagnose wird zuerst mal eine persönliche Abfrage zu dem Kunden hergenommen. Dann wird der Schätzpreis vorgegeben, kommen wir konform, machen wir selbstverständlich gerne die Inzahlungnahme. Wenn der Wohnwagen anschließend angeliefert wird, kontrollieren wir das Gespräch. Achso, das heißt, hat er Schäden, ist er so, wie er beschrieben wurde? Genau, du weißt ja, man hat ja immer wieder wunderschöne junge Damen zu Hause sitzen, die 90 Jahre alt sind. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Och, du armer Kerl. Ja, wunderschöne Dame hast du zu Hause, blonde Haare, elegant. Und 90 Jahre. Gut, ich bin da beschrieben wie eine 21-Jährige, wollte ich damit sagen. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Okay, gut, danke. Ach, kommst du aus dem Saarland? Ja, jetzt habe ich verstanden. Das heißt, ein bisschen länger, das ist schon klar hier. Jetzt habe ich verstanden. Das heißt also, am Telefon sind die alle immer super und wenn sie dann kommen, dann sieht man halt. Ja, so ist es. Wie oft werden die dann getauscht, die Fahrzeuge in alle dem Segment? Alle 5, 6 Jahre. Alle 5, 6 Jahre. Super, da ist es, ja. Alco, ATC ist hier Serie? ATC ist Serie, erkennst du oben in der Markierung hier. Kombiniert durch eine Kontrollleuchte. Wenn das Fahrzeug angedockt ist, geht die grün auf. So, und dann ist safe. Das heißt, Anti-Schlingern ist fast unmöglich? Fast unmöglich, wenn er gerade überladen ist. Das kennen wir auch. Ja, ja, AMC Schmidt. Ida Oberstein. Also ja. Wenn man Interesse hat, Uwe, du bleibst uns noch erhalten, weil ich habe gehört... Du bist frech, Sven. Du bist richtig frech, nein, Themen anzugreifen. Die hier. Also, ja gut, ich bin jetzt im 64. Lebensjahr. Die Sabrina, die habt ihr in einigen Videos ja schon kennengelernt, ist die neue Geschäftsführerin des Hauses. Ich bin noch aktiv bis nächstes Jahr November, aktiv in der AMC Schmidt GmbH und werde dann zukünftig oben raus zu die Geschäftsleitung leiten. Okay, das heißt also, du trittst ein bisschen kürzer. Geht das überhaupt bei dir? Das wollen wir mal abwarten. Mal gucken, was du danach berichtest drüber. Super, Uwe Schmidt. Ich bedanke mich vielmals mit dem wunderschönen DFF, der französischen Ausführung eines 620er Tabat Puccini 2021. Ja. Habe ich das richtig gesagt? Ja, als Reisemobilist hast du es richtig hingekriegt, ja. Das ist richtig. Tschüss.